Lass mal das an der Stelle. Mach für den Laden. Ab hoch. Da fährt der weiter hoch. Wo kommt man jetzt raus? Irgendwo da oben. Wo ich wahrscheinlich auch noch nie war. Wir müssen aber irgendwie müssen wir den Weg zurückfinden, damit wir unsere Story noch ein bisschen weiter spielen können, wa? Ha! Genau, erstmal gucken, ob der Haar richtig sitzt. Das ist sehr wichtig, ja. Also wer keine Mütze auf hätte, ja, würde ich auch dauerhaft mich meine Haare wurschteln. Aha, hier ist raus. Wo sind wir denn? Ach, Hajemine. Ach, Hajemine. Jetzt führt auch noch jeder Fahrstuhl zu irgendeiner Ebene. Oh, und ich hätte den Fahrstuhl nehmen müssen. Den da drüben. Den grünen da. Ja, weil da oben, seht ihr das da oben? Da muss ich hin. Da steht das Schiff. Naja, ich sehe das so. Man kann natürlich durchrennen, wenn man keinen Bock auf einen Gegner hat. Ist auch kein Thema. Ich sehe das halt dann nur später problematisch. Wenn wir gewisse Fähigkeiten fehlen und gewisse Bosskämpfe so schwer machen, dass du spontan auf deinstallieren klickst. Also, deinstallieren durch Bosskämpfe hat denn nichts damit zu tun, dass wir... Ach so, Fähigkeiten sammeln meinst du? Ach, ja. Verstehe. Ist angekommen, Namenloser. Alles gut. Recht hast du. Recht hast du. Was anderes kann ich dazu, oder brauche ich dazu nicht sagen, außer dass du recht hast. Hm. Er starb an einem Einsturz. Imperiale Grabungen machen die Tunnel instabil. Okay. Warum ist hier ein Speicherpunkt? Also Fragezeichen, Ausrufezeichen, tralala. Kann man jetzt sehen, wie man will. Hm. Kann ich mit dem... Wahrscheinlich kann ich mit dem Fahrstuhl... An der Stelle kann ich... Nee, kann ich nicht mit dem Fahrstuhl runterfahren. Däumchen, jo. Also nach unten geht's immer nur mit Schlittschuh, so wie es aussieht. Aha, jetzt ist der blöde Bock wieder da. Und ich muss zum Fahrstuhl. Genau zu dem Fahrstuhl muss ich da drüben. Ein Aufständischer, da unten. Ach, Emine. Hab's verstanden. Schluss mit Ausweichen. Nicht besser sein als ich. Nee, war. Oh. Dein Ernst oder was? Bist du? Ja, komm, mach hier. Komm, schieß her. Komm. Du mach doch. Hier ist er doch. Hallo. Komm, schieß her. Komm. Ein Idiot. Ja. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Lass dich selber in Luftjagd, war, du Trottel. So, das ist der Fahrstuhl nach oben. Ihr kennt's mir auch ja nicht, schenkt ja. Mit die Mumpel jetzt wieder abzukriegen. Sie sind viel weiter als gedacht. Das ist im Moment unwichtig. Das Imperium hat dich als den Jedi von Bracca identifiziert. Sie suchen bereits nach der Mantis. Könnt ihr mit der Mantis weg? Ein Triebwerk startet. Ihr kennt jetzt wieder Mantis gelesen, aber durch die Entladung würden sie sofort auf uns aufmerksam. Ich komme so schnell wie möglich. So, 25 Minuten noch, dann ist Pullerpause an dieser. Und Kaffee. Na. Aha. Speicherpunkte sind ja nicht umsonst da.
Wer weiß, was hinter der Tür ist, wir ruhen mal ganz hart aus. Ist klar. Ist doch klar, oder? Na, wetten die Tür ist zu? Doch nicht. Hä? Ja, jetzt zeigt mich, wie umsonst so viel spielt ich weiß. Wo geht's denn da hin? Ach, das ist jetzt der Weg wieder von hier runter in den Keller. Aha, okay. Das können wir uns ja schenken, oder? Wir wollen ja schließlich zum Schiff. Irgendwie. Ja, schmecken lassen, Leute. Schmecken lassen. Zieht ihr euch rein. Hier kommt ihr. Ja, hier haben wir angefangen, meine Lieben. Da haben wir angefangen mit der Runde. Wir sind auffälliger Hangar. Da sind wir erkundet. Mit 100% 3 von 3 Truhen. Geheimnisse haben wir keine gefunden. Und Cepho, also der Planet Cepho an sich, ja, haben wir gerade mal 36% erkundet. Ja, also du kanntest eigentlich wieder genau Micha sein Ding. Ja, genau Micha sein Ding. Das Spiel, das könnte hier hunderte von Stunden wieder gehen. Bloß weil Micha das wieder so spielt, wie er spielt. Ja. Aber... Ein Kampfläufer schießt auf uns und wir haben keine Waffen. Ist er das? Er soll sofort sein Hinter... Wer schießt? Durchhalten, bin unterwegs. Ach, Emine. Ja, nee, ist klar. Was hat denn jetzt geputzt oder was? Aha. Ach, das sind... Aha. Gut, wollen wir keine Basteleien mal anfangen hier? Jetzt krieg aber einen Applaus oder was? Was ist mit dir? Da steigt auch noch einer aus und gibt mir noch einen kleinen Schuss ab, wa? Namenlos, jetzt möchte ich hier Applaus von dir haben, ja? Ich hab meinen ersten Zwischenboss gekillt. Hm? Hast du das gesehen, ja? Nicht mit komischen Schweinchen und so, sondern... Ja, hat er gemacht, hat er. Mhm. Bin total stolz auf mich selbst. Hä? Muss wieder einjagen? Auf der anderen Seite. Ah, krasses Schiff, oder? Cool aus. Da ist der Einjang. Ist mal vorbeigerannt. Nicht schlecht. Ups. Gute Arbeit, Kleiner. Hey, du hast ein paar echt starke Moves. Sag mir nur, dass der Besuch nicht umsonst war. Ich habe das Grab eines Cepho-Weisen gefunden. Sie haben die Macht genutzt. Eine hochentwickelte Zivilisation von Machtnutzern verschwindet einfach. Kein Wunder, dass Meister Cordova von ihnen besessen war. Was war sonst noch? Vor ihrem Verschwinden reisten die Cepho zum Planeten Kashyyyk. Cordova hat einen Wookiee-Freund namens Tafur. Können wir ihn aufspüren? Kashyyyk, also die Situation ist echt schlimm dort. Das Imperium setzt den armen Wookiee, ist wirklich ganz übel zu. Dann sollten wir kampfbereit sein. Du genießt dein neues Leben wohl. Das mit dem Kampfläufer hat dich selbstbewusster gemacht. Also, was ist das für ein Gefühl? Wie läuft's? Altspitzenmäßig. Ja, mit der Macht. Du hast gesagt, es kann einen überwältigen. Doch habe ich mich nicht umgebracht. Reden wir nicht darüber. Ja gut. Ich verstehe. Besser als du denkst.
Warum habt ihr aufgehört, die Macht zu nutzen? Als die Auslöschung begann und die Klone uns angriffen, haben mein Padawan und ich uns mit einigen Jünglingen versteckt. Aber es ging nicht lange gut. Imperiale Patrouillen waren kurz davor, uns zu entdecken. Ich wollte sie von meinem Padawan Triller weglocken. Sie blieb zurück bei den Jünglingen. Ich wurde geschnappt. Und sie folterten mich. Sie wollten mehr über die anderen erfahren. Wie viele es waren, aber vor allen Dingen ging es ihnen um... Namenloser, Altjud. Cordova. Und sein Ziel. Aber ihr seid entkommen. Ja, bei einem Gefängnisaufstand. Es bot sich eine Gelegenheit und ich ergriff sie. Sie hatten mich fast gebrochen. Und ich bin nicht mehr dieselbe wie früher, Kerl. Euer Padawan. Hat sie überlebt? Nein. Und darum können wir nicht aufgeben. Die Entbehrungen derer, die uns am nächsten standen, wären umsonst gewesen. Hey. Kam sie wieder hingespawnt. Okay. Aber warte mal, wir können ja mal hier gucken. Haben wir hier schön nicht? Hey Grease, was ist das? Was? Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin. Ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu chauffieren. Aber du könntest mir ein paar Samen mitbringen. Hab ich. Dachte, du hast die Natur. Wenn sie da draußen ist, schon. Aber hinter einer ausreichend dicken Umbara-Glasscheibe, da geht mir das Herz auf. Gut, mal sehen, ob ich welche finde. Königsblume? Kalpi? Kapselnelke. Jetzt kommst du damit, ja? Jetzt kommst du damit? Hä? Oder habe ich die? Die sehen gesund aus. Ach, die wachsen da. Ich habe die schon. Ich habe die Samen. Ja, ja, okay. Jetzt Klick hat es wieder mal gemacht. Dankeschön für den Input. Ich will bloß mal gucken, ob wir hier... Oh. Okay. Auf jeden Fall mal so ein Meditieren. Ach, gucke mal. Vorhin haben wir wieder neu gemeckert, wa? Ja, ja, ja. Sender. Immer noch kaputt. Hä? Oh, wie königlich. Aha. Die Frage ist natürlich... Oh, der fällt. Oh, nicht schlecht, okay. Der hier zum Beispiel. Wir nehmen den mal, ja. Sperrt. Pflicht des der Entschlossenheit. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz. Mut der Weisheit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die hängen doch immer miteinander zusammen hier, oder? Eigentlich. Jee. Der völlig zerledert hinten. Sieht ja mal voll doof aus. Warum dit? Material. Aha. Okay.
Yeah, Premium-Inhalt. Jetzt haben wir ein oranges Schwert, ja. Ist toll. Ja, ja, die Farm, die sind jetzt so, wie wir sie ja Lullipulli haben wollen. Ja. Halt dämlich aus, alles. Gut, wir lassen es so, wie es ist. Sieht aus wie so ein... ja, irgendwie, ja. Aber ist okay. Ich esse gerne Eis. Ich hab mir... Also ich esse ja wenig... Also seit letztes Jahr Weihnachten esse ich ja wenig Süßkram. Ja. Ja, sehr, sehr wenig von dem Ganzen. Und aber vor anderthalb Wochen, nee, zwei Wochen, genau, zwei Wochen, war schon eine schöne Dose Nogga-Schockeis gekauft. Gibt sicherlich was Schöneres, aber das Eis ist schon ein bisschen edel. Vor uns liegt eine lange Reise. Ja, ist doch schön. Diese alten Gräber sind nicht deshalb noch erhalten, weil sie leicht zu finden sind. Ich nehme die Herausforderung an. Das sehe ich. Ich bin froh, dass du an das glaubst, was wir erreichen wollen. Aber Zweifel, ich glaube an die Sache. Das habe ich immer. Seit ich ein Jüngling war, vertraute ich der Macht. Die Namen auf der Liste sind eine Prüfung. Und ich glaube, ich kann sie bestehen. Ich mag dein Selbstvertrauen. Eine Reise wie diese kann ungeahnte Herausforderungen bringen. Ich verstehe. Ich bin bereit. Wir stehen hinter dir, Kerl. Ich hab Selbstvertrauen, mein Lieben. Genau. Ja, du und ich. Wir zwei sind nicht aufzuhalten. Ist es nicht so, Kleiner? Dementis und Grease, jedes Mal perfekte Landung. Kann man so sagen. Schon mal ein Schiff gesteuert? Nein, eigentlich nur Schrotttransporter auf Bracker. Kleiner, du musst unbedingt mal wieder ins Cockpit kommen. Mit der Steuerung in der Hand hast du die ganze Galaxis im Griff. Das ist der totale Oberhammer. Klingt gut. Sag Bescheid. Hä? Nein, nicht mein Schiff. Nicht die Mantis. Vergiss es. Ich meine, du solltest es mal probieren. Aber mit einem anderen Schiff. Jo. Reden. Komm, wir gucken mal. Die Heimatwelt der Sepho. Cordova war bestimmt oft hier. Cordova hat sein ganzes Leben an vielen Orten die Geschichte der Galaxis studiert. Einige Male hat er mich mitgenommen. Das war lehrreich. Glaubt er an die Vergangenheit? Er glaubte an die Zukunft. Aber ohne Vergangenheit keine Zukunft. Aha. Kann man sich jetzt gut quatschen, denke ich mal. Achso, wir sind immer noch hier auf dem Planeten. Oh, jetzt sind ja schon vier Planeten. Okay. Wo geht's hin? Ja, nun ruhig hier mal. Muss ja selber erstmal kicken. Kashyyyk müssen wir, wa? Wartete. Datumir. Das war auch noch ein Planet, wo wir hin sollten, hin mussten. Sepho. Und das war Bogano. Oh, guck mal. Da haben wir 63%. Das war der Planet mit den komischen anderen Tieren. Da haben wir 63% aufgedeckt. Das ist schon mal ziemlich cool. Ja. Freue ich mich drüber. Aber trotzdem, insgesamt erinnert mich das gerade tierisch an Asgard. War 100.000 Planeten und überall bis 50%. Aber wir haben gerade mal 4 von 16 Tun und 2 von 16 Geheimnissen. Aber, von 6. Aber gut, okay. Also, hier weiter finde Tarful auf Kashyyyk. Achso. Gut, unsere Story geht hier weiter. Wahrscheinlich werden wir zu dem Planeten, zu Datumir, werden wir sicherlich noch kommen.
Also denn. Horizon. Karte? Was ist denn jetzt Karte? Ach, das ist jetzt, wenn wir dort landen, oder was? Aha. Okay. Nee, ich will nicht. Schick. Auf geht's. Du weißt, wer ich bin. Ich kam nach Bogano, um meinen alten Meister Eno Cordova zu finden. Hallo auch dir. Ihr müsst viel Zeit miteinander verbracht haben, ganz allein auf dem Planeten. Dann muss er direkt nach deiner Aktivierung gegangen sein. Erinnerst du dich daran, was Cordova als letztes zu dir sagte? Viel Glück, Jedi. Möge die Macht mit dir sein. Ah, das Lock für Kern. Sonst nichts? Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. Ungünstig. Wow. Durchbrechen wir etwa diese Blockade? Oh, nur im äußersten Notfall. Der Transponder der Mantis sendet imperiale Signale. Hey, Grease. Ja? Dämpf die Energiesignatur. Tu, als gehörten wir hierher. Wie auf Bracca. Kein Problem. Ich brauche keine weiteren Hände. Behalt einfach nur den Scanner im Auge. Okay. Ihr wollt aber was abklatschen, oder? Ich sehe gar nichts. Sie sind mit irgendwas auf der Oberfläche beschäftigt. Das geht klar. Haben wir uns jetzt echt vorbeigeschlichen? Ah, guck mal, der hat uns gesehen. Das sieht nicht gut aus. Das Imperium zerstört Kashyyyk, es beutet seine Rohstoffe aus. Wookies wurden von ihnen versklavt oder vertrieben. Alter, geiles Bild. Das war echt knapp, Kleiner. Hättest du nicht besser auf die Monitore aufpassen können? Guerillakämpfer, Wookies und Außenwäldler überfallen einen imperialen Konvoi. Kampfläufer an ihrer Position. Tarful ist vielleicht bei ihnen. Tarful kann überall sein. Auch tief unter der Erde begraben, so wie wir, wenn wir uns in der Schlacht da unten wiederfinden sollen. Wir haben keine anderen Optionen und ohne unsere Hilfe sterben sie. Genau. Wie ist dein Plan? Sabotage. Wir haben auf Bracca Kampfläufer verschrottet. Ich kapere einen. Ha, der Kleine ist echt gut. Der glaubt, wir werden noch in den Klon kriegen. Captain, Kurs auf die Kampfläufer. Wie, was? Hör zu. Die Kampfläufer transportieren auch Truppen. Also wenn du drin bist, pass besser auf. Jetzt muss der grandiose Grease mal wieder zaubern. Hey, tu mir einen Gefallen. Geh nicht drauf da unten. Ist jetzt Teil des Plans. Wenn du noch springen willst, dann tut am besten jetzt, Kleiner. Bereit zu schwimmen, bitte? Laufpanzer. Aus dem Wasser? Sieht ja aus wie bei einer unendlichen Geschichte. Komm da raus.
Lass mich raten, wir müssen hier an dem Kumpel hochklettern. Wie kommen wir jetzt oben drauf? Ja, klettern. Mach nicht so blöd. Okay. Wohin jetzt? Hin. Oh, fast zur Welt gesprungen. Da oben steht einer. Hallo Kollege Schnüschuh. Ey, gehör doch zu euch! Klettern wir nach oben! Okay. Wollte ich schon mal von innen sehen. Nu? Da hinten stehen zwei. Aha. Start frei. Bist du noch da? Hat keinen Puls. Du bist dran, Ausfälle zu melden. Es ist der Jedi. Ich muss ein Verbündeter am Boden. Ach. Er ist schon wieder fast an ihm gegangen. Alter Schwede. Was ist mit euch los? Asche zu Asche und Staub zu Staub und so. Aber ein neues Schiff auf den Scannern. Sie haben mehr Feuerkraft als erwartet. Wie sieht unser Rumpf aus? Schwer beschädigt. Wir sind bei 70% Integrität. Sinkend. Das sollte trotzdem reichen, um diese Aufständischen zu erledigen. Halte uns stabil. Ja, Sir. Hab eins. Das haben Sie bestimmt nicht kommen sehen. Ja, klar. Also, dass das funktioniert hat? Okay. Schub. Meldung, was ist da los? Die Verletzten. Jetzt gibt's auf die Gusche, weil ich jetzt hier mit dem. Ergeben Sie sich dann. Zack, ausgeknipst die Typen. Also die Blaster. Ach, das sind doch unsere.
Wer bist du? Ach. Jemand, der einen AT-AT ins Rennen brachte. Wer bist du? Jemand, der das Imperium wütend macht. Wir wollen zu einem imperialen Landeplatz und brauchen Feuerunterstützung. Gut, verstanden. Machen wir sie noch wütender. Magic, ich muss meinen Kaffee holen. Fällt mir gerade mal ein. Okay. Ach, Leute! Den von euch? Ihr wart zu dritt und seid doof, Young. Ich wollte es gerade schon sagen. Na, wir machen die. Die Drummi-Botte, jetzt machen wir noch zu Ende hier. Noch mehr Trotter. Ja. Bin ja schon dabei. Warte mal, den müssen wir glaube ich noch kaputt machen da. Da hinten haben wir noch welche. Ja. Hallo, 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 hallo. Oh. Hallo. War mal nervös hier. Er will zu uns. Kannst du was machen? Fertig! Aua! Mann, ist das wackelig. Schon ganz schön heftig laut, oder? Der Sound? Ja, ich bin okay. Und du so? Nein, wir machen das nicht nochmal. Das war ein einwandfreier Kampfläufer. Wie heißt du, hm? Cal Kestis. Saw Gerrera. Was machst du auf Kashyyyk? Ich suche jemanden. Saw Gerrera. Jetzt verstehe ich ungefähr, an welcher Stelle der Film spielt. Das Spiel spielt. Von den Filmen her. Er muss ja irgendwo im Bereich von Rogue One laufen, oder? Ein Wookiee-Häuptling namens Tarful. Tarful ist unmöglich zu finden. Oder davor. Er ist dem Imperium nicht umsonst so lange Zeit entwischt. Ist er ein Freiheitskämpfer? Er ist der Freiheitskämpfer. Ein Symbol des Wookiee-Widerstands. Er setzt dem Imperium aus den Schattenlanden zu. Seer, Reese, das ist Saw. Und, wie geht's? Was willst du von Tarful? Na, Jedi-Geheimnis. Die Jedi sind tot. Das gilt nicht für alle. Es leckt irgendwie ganz schön, oder? Hast du das von einem Leichnam? Mein Meister hat's mir gegeben. Ich wüsste nicht, warum. Dieser Platz beliefert eine imperiale Raffinerie mit Wookies als Sklaven. Das heißt, einige der Gefangenen dort sollen Guerilla-Kämpfer sein. Ich sollte ihnen helfen. Vielleicht weiß einer, wie ich Tarful finden kann. Das wäre möglich. Hey, Moment mal, halt eine Minute. Die Mantis vollbringt Wunder. Großartiges Schiff, toller Pilot, aber sie wurde nicht als Kampfschiff gebaut. Wir überwachen hier die imperiale Kommunikation. Mit etwas Glück fangen wir Notsignale ab. Besten Dank. Meine Lieutenants und ich bereiten den Angriff schon mal vor. Komm nach, wenn du kannst. Los, los! Guck
Komisch, oder? Immer dieser Zusammenbruch beim Zehenwechsel? Krass. Gibt's hier nochmal was zu besprechen mit euch? Wir reden später. Aha. Und du? Schön, euch zu sehen. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Was für ein Loch. Dein Plan hat geklappt. Und jetzt willst du Saw folgen? Was haltet ihr von Saws Plan? Er steht auf verlorenem Posten. Die Freiheit der Wookies ist bestimmt nicht sein einziges Ziel. Er wirkt vertrauenswürdig. Vielleicht ist er das auch. Aber hier geht es um mehr, als wir wissen. Und vergiss nicht, dass das Imperium unfair kämpft. Pass in der Raffinerie gut auf dich auf, Junge. Danke. Ich werde daran denken. So, ja. Ja. 50% erkundet. Naja, dann laufen wir erstmal im Kreis eine Runde. Also ein bisschen gucken. Sie ist nicht in der Verfassung zu kämpfen. Du hast recht. Wir haben keine Zeit. Bleib stark, bis wir wieder da sind. Ja, tut mir total leid, ja. Was ruckelt das denn jetzt hier so rum? Ja, total abnervend. Alter, beruhig dich jetzt hier ein bisschen. So, Standardprobe, ja, auf Exempel.